Laura Miller, wir sind heute hier in Wandelheim in Gent. Sie haben heute gespielt mit Standard Lüttich gegen die zweite Mannschaft von Gent in die Belgian Pokal. Wie war das für Sie, das Spiel? Es war schwer für mich, weil ich schon seit 2 Monaten out bin eigentlich. Und das tat natürlich gut für auch mein Selbstbewusstsein, ein Tor zu schießen. Und deshalb bin ich umso mehr froh. Ja, die erste Tore in Belgien. Ja, auch SS2 in Belgien. Ja. Wie wichtig ist das für Sie? Ja, das zeigt auch, dass ich auch auf einem höheren Niveau kann spielen und auch Tore schießen kann. Das heißt, ja, umso besser. Ja. Und die ersten Monate in Belgien, wie war das hier neben die Blessure? War toll. Also sie haben mich gut integriert. Wirklich eine tolle Mannschaft und sie haben eine tolle Integration gemacht. Ja. Ja, und jetzt, Sie spielen sicher mit Standard Lüttich die Belgien Pokalfinal. Wie gucken Sie danach aus? Ja, wir sind alle aufgeregt für das Spiel. Wir geben unser Bestes und nachher müssen wir eben wie in einem Finale eben auch spielen und alles geben. Und dann können wir auch das Finale gewinnen. Ja, und die nächste Woche ist Standard Lüttich gegen Anderlecht in die Women's Soccer Score Super League. Wie gucken Sie danach aus? Wie bitte? Das Spiel gegen Anderlecht, ja. Die Meister. Ja, ja klar, wir haben keine Pression, sie sind vor uns. Aber wir geben alles und probieren auch da wieder 3 Punkte zu kriegen. Okay, danke. Bravo mit dem Tor und viel Spaß noch in Lüttich. Danke.